Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Heute zeige ich dir diese kleine, sehr kompakte Kürbis- oder Melonenfarm. Wie ihr diese baut, zeige ich euch jetzt. Ihr benötigt einen Beobachter, einen Kolben, einen Trichter, eine Truhe, Redstone, Erde, Wasser und diverse Baublöcke. Zuerst setzt ihr zwei Treppen so, davor zwei Grasblöcke, dann geht ihr hier einmal rum, auch hier geht ihr einmal lang und hier hinten noch eine Reihe verlängern, dann habt ihr erstmal so einen Aufbau. Eine Vierer Breite und eine Fünfer Länge. Hier in die Treppen setzt ihr Wasser. Setzt auf dem linken Grasblock einen Behelfsblock und dahinter positioniert ihr in Richtung des Blockes einen Beobachter. Nun zieht das Gesicht nach vorn und daneben einen Kolben. Hier positionieren wir eine Kiste und an die Kiste mit Shift einen Trichter. Diesen Block noch schließen und nun zum Redstone. Hinter dem Beobachter einen Redstone, hinter den Kolben einen Block, darauf einmal Redstone und auf dem Kolben ebenfalls einen Block, worauf ihr wieder Redstone setzt. Nun könnt ihr das Ganze zubauen und wenn ihr wollt, könnt ihr auch noch etwas Glas benutzen. Wichtig ist, dass ihr über dem Trichter freilasst. Aktuell eher zweckmäßig, deshalb machen wir noch ein Dach darauf. Ich setze hier einmal Treppen, genauso wie hier, hier und auf dieser Seite. Daran mache ich nun nach unten versetzt eine Reihe Stufen und hier in den Ecken setze ich zwei Zäune und darauf eine Stufe. Bei allen vier Ecken. Bevor wir das Dach schließen, müssen wir natürlich noch den Kürbis anpflanzen. Hier zuvor den Beobachter einmal umgraben und den Kürbis setzen. Dann können wir das Dach schließen. Achtet darauf, dieses Redstone nicht zu unterbrechen. Ich habe nun den Random Tick auf 3000 erhöht und wie ihr sehen könnt, werden die Kürbisse nun abgebaut. Nicht alle landen im Trichter. Aber glaubt mir, irgendwann habt ihr so viel, dass es euch dann reicht. Ihr könnt selbiges natürlich auch mit Melonen bauen. Auch hier wird die Melone dann immer wieder abgebaut, sobald der Beobachter erkannt hat, dass sie gewachsen ist. Und das war's auch nun schon mit der kompakten Version einer Kürbis- und Melonenfarm. Im nächsten Tutorial bauen wir dann eine größere Variante. Wenn ihr diese nicht verpassen wollt, lasst auf jeden Fall ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ade, Vache.